Hast du Zeit? Ja, ich find's toll. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Deutsche Muttersprachler sprechen so schnell. Ich will auch so schnell sprechen. Hattest du schon mal solche Gedanken? Ich gehe davon aus, dass du dir das zumindest einmal gewünscht hast. Deshalb habe ich extra für dich mehrere authentische Dialoge analysiert und gemerkt, dass das schnelle Sprechtempo auf 11 Merkmale zurückzuführen ist. Wenn du auch schneller sprechen und natürlicher klingen möchtest, genauso wie deutsche Muttersprachler, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Lass uns direkt beginnen. Los geht's! Bevor wir loslegen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du alle Infos aus dem heutigen Video in meinem kostenlosen PDF findest. Dieses PDF ist auch direkt unter dem Video verlinkt. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und dann bekommst du das PDF mit den ganzen Informationen. Und wenn du keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf Abonnieren und gib diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Dankeschön! Jetzt gehörst du zu der großen Dein Sprachcoach-Familie und dein Deutsch wird Tag für Tag besser und besser. Deutsche sprechen schnell. Du sagst vielleicht, na klar, es ist ja schließlich ihre Muttersprache. Sie haben einen breiten Wortschatz und müssen sich keine Gedanken bezüglich der Grammatik machen. Aber auch Deutschlerner, die das C2-Niveau erreicht haben, haben einen tollen Wortschatz und kennen sich bestens mit der Grammatik aus. Manchmal sogar besser als deutsche Muttersprachler. Aber warum sprechen sie trotzdem nicht so schnell wie die Deutschen? Bei deutschen Muttersprachlern passieren viele Dinge automatisch. Deutschlerner müssen das Gleiche durch viel Übung erreichen. Ich verrate dir jetzt diese Geheimnisse. Hier beziehe ich mich übrigens auf die Alltagssprache. Das sind zwangslose Gespräche mit dem Partner, mit Freunden und Familie. Du kannst dir schon vorstellen, dass vieles von der Situation abhängt. In gewissen Situationen sprechen auch Deutsche deutlich langsamer. Wenn man beispielsweise wichtige Informationen vermitteln möchte, zum Beispiel beim Arzt. Hier ist das Sprechtempo langsamer, weil man bewusster nach der richtigen Formulierung sucht. Wir werden uns einige Aspekte auf der Satzebene anschauen und danach auch auf der Wortebene. Was passiert also mit der authentischen Kommunikation auf der Satzebene? Im Alltag spricht man oft nicht in ganzen Sätzen und kürzt vieles ab. Außerdem trägt die Kenntnis über das Gesprächsthema dazu bei, dass schneller gesprochen wird, weil alle über das Gleiche sprechen. Aber was machen Deutschlerner? Sie versuchen, schöne, lange, grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden. Was ist daran falsch? Eigentlich nichts. Das klingt aber in den meisten Alltagssituationen seltsam und verrät vielleicht, dass Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Was passiert also, wenn sich deutsche Muttersprachler miteinander unterhalten? Das Subjekt wird oft weggelassen. Zum Beispiel, wann kommst du? Bin unterwegs. Standarddeutsch, ich bin unterwegs. Auch das Verb kann weggelassen werden. Beeil dich, der Bus kommt gleich. Schon unterwegs. Standarddeutsch, ich bin schon unterwegs. Manchmal fehlen das Subjekt und das Verb komplett. Zum Beispiel, Appetit auf Eis? Standarddeutsch, hast du Appetit auf Eis? Aber es ist auch so klar, oder? Das Pronomen es wird oft an das vorherige Wort angehängt. Wie findest du mein neues Kleid? Ich find's toll. Standarddeutsch, ich finde es toll. Ich find's toll. Was findest du toll? Manchmal reicht auch das Verb in der Du-Form mit einem extra E aus. Zum Beispiel, hast du dein Handy dabei? Standarddeutsch, hast du dein Handy dabei?
was denkst du? Standarddeutsch, was denkst du? Hey, wo bleibst du? Standarddeutsch, wo bleibst du? Wann fährst du? Standarddeutsch, wann fährst du? Klingt das komisch für dich, aber so sprechen deutsche Muttersprachler. Sie kürzen Sätze ab und dadurch sprechen sie schneller. Wenn du viele neue Wörter lernen möchtest und deine Grammatik verbessern möchtest, dann komm gerne in meinen Deutschkurs. Ich war sehr fleißig und habe viele Deutschkurse für dich erstellt, zum Beispiel meinen A2-Kurs. Mit diesem Kurs kannst du die ganzen Grundlagen lernen oder auffrischen. Im B1-Kurs lernen wir komplexere Grammatikthemen und du kannst deinen Wortschatz weiter aufbauen. Brauchst du eine richtige Herausforderung für richtige Grammatikhelden und Wortschatzprofis, dann komm in meinen B2-Kurs. Hier ist er. Dieser Kurs wird dich ebenfalls auf das wahre Leben in Deutschland vorbereiten und auch auf deine Prüfungen. Der C1-Kurs ist bereits in Erstellung. Wenn du Interesse hast, dann trage dich gern auf die Warteliste ein. Dann wirst du informiert, sobald dieser Kurs fertig ist. Alle Links zu den Kursen findest du übrigens unten in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn ich schon bald deinen Namen in meinem Kurs sehe. Nun schauen wir, was mit einzelnen Wörtern passiert. Auch Wörter werden abgekürzt, wodurch man deutlich schneller sprechen kann, da man weniger Buchstaben aussprechen muss. Praktisch, oder? Es geht zum Beispiel hier um die Reduzierungen. Das E in den Endungen EN und EL wird nicht ausgesprochen. Genau. Was passiert mit diesem E? Das E in vielen Endungen wird verschluckt, also gar nicht ausgesprochen. Zum Beispiel hören, lesen, schreiben, sprechen, dunkel, Ampel, Zwiebel, Igel. Die Verbendung wird oft verkürzt. Wie gefällt dir meine neue Wohnung? Ist richtig gemütlich. Oder wieder ohne Verb. Richtig gemütlich. Ich bin heute übrigens nicht in meiner Wohnung, ich bin im Büro. Standarddeutsch, sie ist richtig gemütlich. Konsonanten am Wortende fallen oft weg. Das ist typisch für manche Dialekte im Deutschen. Au, das steht für auch. Hast du auch später keine Zeit? Nicht steht für nicht. Oh, ich habe heute nicht gefrühstückt. Ma steht für mal. Guck mal! Vokale bei Präpositionaladverbien werden oft verschluckt. Drauf heißt darauf. Das Regal ist schon voll. Leg die Bücher am besten oben drauf. Drunter heißt darunter. Die Links zu den Kursen stehen hier drunter. Drüber heißt darüber. Siehst du den Stuhl? Häng deine Jacke einfach drüber. Jetzt wird's spannend. Der unbestimmte Artikel wird oft so n, ne, ner, nen, nem. Ich schlafe noch ein bisschen. Standarddeutsch, ich schlafe noch ein bisschen. Er hat eine Katze. Standarddeutsch, er hat eine Katze. War neulich auf einer Hochzeit. Standarddeutsch, ich war neulich auf einer Hochzeit. Willst du einen Keks? Standarddeutsch, willst du einen Keks oder willst du einen Keks haben? Ich arbeite am liebsten in dem Büro. Standarddeutsch, ich arbeite am liebsten in einem Büro. Wo arbeitest du am liebsten oder wo lernst du am liebsten Deutsch? Das kannst du mir gern unten in die Kommentare schreiben. Und nun geht's um Präpositionen. Du weißt schon aus deinem A1-Kurs, dass manche Präpositionen mit dem Artikel verschmelzen. Aufs heißt auf das. Ins, in das. Ans, an das. Diese Abkürzungen werden auch in der Standardsprache verwendet. Aber im Alltag geht man noch einen Schritt weiter und kürzt weitere Präpositionen und Artikel ab. Hast du schon mal so etwas gehört? Auf'm, auf dem.
Ich wohne auf dem Land. Unters. Unter das. Stell das Auto unter das Carport. Übers. Über das. Ich rede gern übers Wetter. Zwischens. Zwischen das. Stell die Lampe zwischens Regal und die Couch. Vorm. Vor dem. Oder nachm. Nach dem. In der temporalen Bedeutung. Ich dusche vorm Frühstück. Nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne. Interessant, oder? Kennst du noch weitere Präpositionen und Artikel, die man abkürzen kann? Schreib sie gern unten in die Kommentare. Und ja, so schwierig war es doch gar nicht. Wenn du aber diese Aspekte beachtest, dann kannst auch du viel schneller Deutsch sprechen. Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und vor allen Dingen geholfen hat. Hast du etwas Neues in diesem Video gelernt? Perfekt! Genau das war mein Ziel. Und wenn du alle Infos aus dem Video noch einmal schriftlich bekommen möchtest, dann lade dir am besten mein kostenloses PDF herunter. Den Link dazu findest du direkt unter diesem Video. Möchtest du irgendein bestimmtes Video hier auf meinem Kanal sehen? Dann schreib mir einen Kommentar und ich helfe dir gern weiter. Und wir zwei sehen uns sowieso schon bald wieder in meinem neuen Video. Mach's gut, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich gehe mal was essen.